Das Wesen des sozialistischen Handels. Auf dem 8. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas wurde hervorgehoben, dass man das volksverbundene Wesen des sozialistischen Handels wahren solle. In der sozialistischen Gesellschaft gilt der Handel als ein Mittel zur Verbesserung des materiell-kulturellen Lebens der Bevölkerung. Dem Volk dienen, das ist eben das Hauptmerkmal des sozialistischen Handels und sein Vorzug. In der Demokratischen Volksrepublik Korea werden viele Kaufhäuser und Geschäfte umgebaut bzw. neu gebaut, um der Bevölkerung alle Bequemlichkeiten zu gewährleisten. In den Kaufhäusern und Geschäften werden qualitätsgerechte Bedarfsartikel und Konsumgüter angeboten und die Maßnahmen zur Lieferung der vielgefragten Waren ergriffen. Mit dem Bewusstsein, Diener des Volkes zu sein, bemühen sich die Mitarbeiter des Handelsbereiches um die Befriedigung der Bedürfnisse und Forderungen der Kunden. Die Forderung des Volkes ist der Maßstab für Kundendienst. Von diesem Standpunkt aus hört man die Meinungen der Kunden aufmerksam und verbessert ständig den Kundendienst. Verschiedene fortgeschrittene Methoden wie Bestellung, Überlieferung und Wanderverkauf werden aktiv eingeführt. Der Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-un besichtigte das neu gebaute Kaufhaus Changwang und betonte dabei, dass der freundliche Kundendienst der Verkäuferinnen mit der Demonstration der Vorzüge der sozialistischen Gesellschaftsordnung eng verbunden sei. So sollten sie mit dem Bewusstsein, die treuen Diener des Volkes zu sein, für die Kunden aufopferungsvoll arbeiten. Den Handel zum volksverbundenen Kundendienst für die Verbesserung des Lebens der Bevölkerung und die Förderung ihrer materiellen Wohlfahrt zu machen, ist eine politische Forderung der Partei der Arbeit Koreas.